Und unsere anfängliche Kommunikation war sehr sporadisch und eher spärlich. Er betonte in seinem Profil die Vorliebe für... Es geht schon los für sanfte und achtsame Kommunikation. Welcher Mann schreibt sowas? Also für mich war das schon ein Red Flag heutzutage. Hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplomi-Psychologi und diesmal Videoblog und jemand mit Ausbildung auf YouTube, man glaubt es kaum, ich werde immer noch geduldet. Lohnt sich gerade, sich für meinen Newsletter anzumelden, sag ich nur mal so, kleiner Hinweis. Gibt es auch viele Goodies, umsonst Sachen, Persönlichkeitstests und so weiter auf liebische.de. Ja, heute haben wir, glaube ich, eine richtige Mail aus der Dating-Hölle wieder. Ich habe nur mal kurz nach ein paar Stichwörtern gescannt. Ich glaube, die wird krass. Schauen wir mal. So. Jetzt mache ich aber erstmal hier... Das wieder rein Probleme macht hier immer gerade noch eine Einstellung verändern. Alles klar. So, hallo, lieber Christian, mein Name ist Ninotschkaja. Wunderschöner Name. Wann schreiben wir endlich mal nicht Russinnen? Wir wissen es nicht. Und ich folge dir täglich auf allen Kanälen und habe deine deine Hauptkurse mehrfach durchgearbeitet. Ich kontaktiere dich jetzt aufgrund von anhaltenden Schmerzen nach einem Beziehungsende, das ich zum Teil herbeigerufen habe, da ich einige Zeichen der Toxizität vom Beginn an zu erspüren glaube. Ja, das ist der Sinn von meinen Kursen, für die ersten 50% des Weges nicht mehr in toxische Beziehungen zu geraten und die nächsten 50% sind gesunde Beziehungen auszuhalten. Ja, es fällt vielen unheimlich schwer. Ich habe Anfang August einen Mann online kennengelernt. Online, aber gut, ja, ist die Realität. Ich bin Ende 40, er war Anfang 50. Und unsere anfängliche Kommunikation war sehr sporadisch und eher spärlich. Er betont in seinem Profil die Vorliebe für... Es geht schon los für sanfte und achtsame Kommunikation. Welcher Mann schreibt sowas? Also für mich war das schon ein Red Flag heutzutage. Ja, ist natürlich ein bisschen Spaß. Also es scheint ja so nett daherzukommen, aber es ist komischerweise gerade, manchmal denke ich echt, wäre besser, also ganz, weiß ich nicht, aber sowas gibt es vielleicht nicht mehr, so ganz stinknormale Männer, die irgendwo arbeiten und weiß ich nicht, und abends Dart spielen gehen oder was auch immer. Aber wenn ich das schon höre, ey, für sanfte und achtsame. Leute, sagt mir, welcher Mann schreibt sowas, ey. So nach Austausch einiger Nachrichten, aber dass man da jetzt, natürlich kann das trotzdem ein netter Kerl sein. Von daher, vielleicht nicht wirklich ein Red Flag, aber ich sag das auch so ein bisschen, weil immer gerade die Leute, die so von sich behaupten, dass sie so empathisch, achtsam, sanft sind, sind häufig genau das Gegenteil, das ist zumindest meine Erfahrung. So, also ich würde sowas auf jeden Fall nie sowas im Profil schreiben als Mann. Nie, never fucking ever. So, und nach Austausch einiger Nachrichten meinte er bei mir eine besondere Frau mit ebenfalls sanften und achtsamen Art erkannt zu haben. Oh, ich krieg schon wieder Lovebombing-Alarm, aber ich glaube, du auch. Er betont in seinem, das hatten wir jetzt schon... Was mich eher verwunderte, da ich eher unbefangen und unaufdringlich einige Nachrichten über die Plattform einschickte. Ja, gerade dann, wenn man eigentlich, wenn es eigentlich überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt und er dich gar nicht kennt, muss man natürlich immer an Lovebombing denken. Ne? In seinem Profil stand auch, dass er getrennt sei und ich fragte, ob das Ende aus bereits einigermaßen verarbeitet habe und für was Neues bereit sei. Seinen Vorschlag auf einen Spaziergang habe ich aufgrund eines Besuchs ein paar Wochen verschoben und versuche mit ihm weiter schriftlich in Kontakt zu bleiben. Das ist nicht exakt, was ich lehre. Ich sage ja immer, ein Date ausmachen und dann abhaken. Dann könnt ihr euch auch schreiben, nachdem ihr euch kennengelernt habt. Manchmal auch gut auf die Details zu achten, weil manchmal das triggert manchmal Leute schon so, wenn man einfach nicht jeden Tag schreibt. Und hat man schon mal gleich wieder was aussortiert, was sowieso nicht funktionieren würde.
kurz nachdem wir ein Treffen vereinbarten, habe ich ihn gefragt, ob wir unsere Nummern austauschen sollten und gab meine frei. Daraufhin dauerte es mindestens 2 Tage, bis er reagierte und dann schrieb er mich direkt an. Warum das jetzt 2 Tage dauert, weiß ich auch nicht so richtig, aber gut. Unser erstes Treffen war tatsächlich sehr schön und er äußerst galant und sehr präsent. Ja, auf dem ersten Date bemühen sich die meisten Leute, das heißt erstmal gar nichts. Trotzdem schlummerte die ganze Zeit eine ungewohnte Angst in mir. Ja, und darauf sollt ihr halt achten, ne? Genau auf diese Zeichen. Das ist doch gut, dass du die bekommst jetzt, ne? Er fragte mich schon auf dem ersten Date, ob ich Lust habe, mit ihm 3 bis 4 Tage zu verreisen, damit wir uns besser kennenlernen. Also ich finde es zu viel, zu schnell. Das ist ja, aber klar, das ist jetzt, wie soll man mal sagen, also deswegen bricht man jetzt nicht gleich so einen Dating-Prozess ab, so, ne? Aber ich würde da bei mir schwer ein Häkchen machen, Fast Forwarding und gut, manchmal gibt es vielleicht so coole Leute, die sowas vorschlagen, auch machen und es wird echt gut, will ich jetzt nicht ausschließen, aber ist schon, er drückt schon sehr auf die Tube und das ist meistens nicht so gut, ne? Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich an einer sehr schweren Erkrankung leide, die eine kontinuierliche Behandlung bedarf und bin deswegen recht eingeschränkt. Es steht auch noch schwere Behandlung bevor, weswegen ich natürlich einige Sorgen habe und mich zeitgleich sehr wertlos als Frau fühle. Ja, da gibt es überhaupt keinen Grund für, gar nicht. Also das musst du nicht. Mein Gott, wir können alle krank werden. Aber was ich jetzt gleich wieder denke, ist, wenn man schwere Krankheit, das sind die Sachen, wie ich auch gerne mal einmal in eine toxische Beziehung gekommen bin, zu einer Krankheit. Das macht einen echt anfällig, da muss man echt aufpassen, ne? weil man die Energien da nicht so hoch sind. Gleichzeitig weiß ich, dass ich eine sehr sympathische und herzliche Person bin, dass ich was im Kopf habe, Akademikerin mit tollem Job, einige Sicherheiten in meinem Leben aufgebaut habe, trotz meiner Gebrechlichkeit. Ja, es ist auch echt schon eine schwere Geschichte hier, also gebe ich dir absolut recht. Nach unserem Treffen sind wir so verblieben, dass wir uns noch einmal in meiner Heimatstadt treffen und das Verreisen weiter besprechen. Ja, ich würde so einem Verreisen nicht zustimmen, ohne jemanden wirklich gründlich kennengelernt zu haben. Das zweite Treffen war ebenfalls schön. Ich habe bei ihm dem Tag der ich habe ihn auf so einem Event von meiner auf so einem Event, wo ich hingehe, habe ich ihn eingeladen. Danach sind wir in die Stadt gegangen und haben viel über uns erzählt. Ich bin gewohnt, viele Fragen über das Leben meiner potenziellen Beziehungspartner zu stellen. Ja, Frauen reden ja sowieso gern 70-80% der Zeit, alles gut. Da ich mir gerne ein Bild mache, mit wem ich es eigentlich zu tun habe. Das hat ihn sichtlich geärgert und er bat mich, die Fragen einzustellen. Boah, das finde ich jetzt, also bei allem, wie man noch gnädig sein kann, das ist ein Red Flag, definitiv. Was bildet er sich denn ein, dir zu sagen, ob du die Fragen einstellen musst? Am Ende des Abends gab es eine sehr innige Umarmung und haben uns sehr liebevoll verabschiedet. Ich finde für Menschen immer, 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 wenn ihr sie nicht kennt, würde ich sie bewerten nach dem Schlechten, was auf so einem Date passiert. Sorry, dass ich da immer so ein Spaßverderber bin. Und vielleicht kann man so jemandem auch noch ein zweites Date geben und so, aber ich würde die Menschen bewerten danach, dass er dir das Reden verbieten wollte. Ich meine, was das Normalste auf dem Date ist, gerade für die feminine Polarität. Gut, das weiß ich so Umstände nicht, aber es klingt für mich schon nach einer Red Flag und ich würde ihn nicht danach bewerten, dass er dann galant ist. Wie gesagt, der Diktator von Nordkorea kann bestimmt auch mal galant sein und das kann jeder mal, ne? Also ich würde das immer nach dem Negativen machen. Und einen sanften Kuss bei mir zu Hause. Ja, er pflegt ja auch die achtsame Kommunikation. Das muss ich jetzt schon wieder lachen, weil das ist so unachtsam, jemand zu sagen, er soll vielleicht das scheiß Fragen jetzt einstellen. Alter Verwalter, ey, mein Gott, ey, was ist bloß los mit den Menschen, ey, ich weiß nicht. Ich war innerlich sehr glücklich, auch wenn ich immer noch diese komische Anspannung und Angst von diesem Mann, der ganz anders war, als ich gespürt habe. Ja, und das sollte ich dir wichtig nehmen. Ich weiß, man muss, also auch wenn ihr mal ein Kursmaterial macht, muss es üben, man muss es umsetzen, es dauert. Und du hast ja die richtigen Sachen schon hier alle aufgeschrieben. Du musst sie jetzt nur noch, ich würde sie nur ein bisschen anders gewichten. Ich würde dieses, ach, war ganz nett, würde ich weniger gewichten. Und dieses, Alter, was, aber du schreibst es ja auch eigentlich auch schon, du nimmst nur deine
neuen Wahrnehmungen nicht so richtig ernst. Ist das nicht Lovebombing? Ist das nicht alles ein bisschen schnell? Also, du schreibst die richtigen Sachen. Warum sagt er mir, ich soll nicht aufhören zu reden? Du bist nur noch nicht, was ich halt immer wieder sage, für die Pluspole hier noch nicht hart genug. Bist einfach nicht hart genug, ne? Dass du eben auch gleich sagst, ey, sag mal, warum sagst du mir das? Ich soll das Reden einstellen, ne? Und jetzt muss ich aber auch sagen, es ist wirklich so schwierig, wenn man dann auch noch körperlich nicht gut zurecht ist, ne? Ich sage jetzt nicht, dass man nicht daten soll, überhaupt nicht. Und da kann ja auch was Schönes bei rauskommen, aber es ist immer so, wenn man, viele kommen in toxische Beziehungen, weil sie schwierige Lebenssituationen haben. Es macht dann irgendwie anfällig, ist total gemein, aber ich habe das Universum, kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich so gebaut habe. Ja. Sollte vielleicht manchmal anders sein, finde ich zumindest echt. Das ist, so. Es gibt ja auch Leute, die sind, weiß ich nicht, so Profi-Dater, die sind halt total charmant, weil es einfach zieht, ne? Und das ist aber letztlich nur Show und der Scheiß kommt dann später, ne? Zwei bis drei Tage später, als ich mit einer Freundin unterwegs war, kam später in der Nacht eine sehr lange Message über seine unbändigen Gefühle für mich. Sorry, da bin ich jetzt raus. Sorry, wirklich. Das ist Lovebombing und Fast-Forwarding aus der Dating-Welt. Sorry, das ist, da bin ich jetzt raus. Ne? Über seinen Wunsch, mit mir neu durchzustarten, eine Wohnung einzuziehen, auszuwandern und vieles mehr. Ich sage jetzt nicht, dass er dich anlügt, der denkt das bestimmt, aber das zeigt für mich einen sehr volatilen Menschen, der nicht in der Lage ist. Wie gesagt, guckt euch diese Videos an. Ich meine, ich hätte die auch mal im Datingkurs verlinkt, aber diese über sowas, diese vier großen Grundpfeiler des Datings, ne? Kontinuität, Intimität, was ist es noch? Progredienz und dann noch eine vierte Sache, fällt mir gerade nicht ein, habe ich auch Videos so gemacht. Das ist eine ganz schlechte Progredienz, das ist einfach zu schnell irgendwie, ne? Und er betonte mehrfach, dass er mich sehr liebe. Ja, also ist ja schön, Männer verlieben sich schnell, aber also wenn das kann, also ja, das ist Lovebombing, wirklich hoch 10. Als ich aufwachte und diese Botschaft las, war ich vollkommen durcheinander und in mir verkrampfte sich alles. Ich bin vor Angst fast gestorben, da ich mich irgendwie in einer Lovebombing-Situation wiederfand. Ja, und dafür machen wir die fucking Kurse, dass du das erkennst. Und ich verstehe absolut, das war selbst bei mir so, dass man echt braucht, das dann umzusetzen, ne? Dass man immer noch, mal abwarten, jeder hat seine Issues und will auch nicht zu streng sein, ist kennenlernen mit Ende 40 ist ja auch schwierig und alles gut, aber man muss, wie gesagt, man kann auch jemandem mehrere Dates zugestehen. Aber einfach sich zu sagen, also ganz ehrlich, mein Bauchgefühl fühlt sich scheiße an. Es ist einfach Lovebombing aus der Vorhölle. Und selbst wenn du jemanden weiter datest, hätte ich innerlich schon abgeschlossen, würde sagen, ey, sorry, was soll dabei rauskommen? Ganz im Gegenteil, was man macht, wenn man das nicht kennt, oh, da liebt mich jemand richtig und ich schwitze mich auch voll rein. Ich wusste nicht, ob das alles real ist oder nicht. Er meinte irgendwann auf dem zweiten Date, dass er in seinem Job lange Zeit sehr viel manipulieren musste. Und dieses Verhalten auch nicht, also sehr stark anwenden musste beruflich. Und dass er sein Verhalten seit einigen Jahren komplett umgekrempelt habe. Er sei wie geläutert, seitdem er sich mit spirituellen Themen beschäftigt. Ich switch jetzt mal in ein ASMR-Video, weil er bestimmt so geläutert, spirituell, sanfte Kommunikation. Oh, ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen, Leute. Ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich auch zu durch mit all dem. Er bat mich in seiner Nachricht, mich für mich zu entscheiden. Gott, was meint er da? Nicht zu lange zu zögern. Und wie sehr er sich wünscht, dass ihn jemand so inbrünstig liebt, wie er mich. Oh.
kommt da nicht der Impuls auf, so schnell es geht wegzulaufen? Ne? Ich wusste in diesem Moment nicht, was ich glauben oder nicht glauben soll. Ich verstehe dich da total, wie man da so drinsteckt. Sieht das auch ganz anders aus, als wenn man von außen drauf schaut. Also alles gut. Aber du solltest ihm, glaube ich, nicht glauben. Zu diesem Zeitpunkt war mir klar, wie er heißt und wie seine Telefonnummer ist. Ja, der meint das bestimmt ernst. Nur das macht es, glaube ich, nicht besser. Ob er von seiner Frau und seinem schicken Zuhause tatsächlich getrennt ist, war mir überhaupt nicht klar. Seine aktuelle Adresse verriet er mir nicht. Er wohne... Ja, das... Sorry, das ist auch nicht so Red Flag, sorry. Und du machst das auch genau richtig, dass du ihn jetzt ein bisschen auf die Finger klopfst, wobei das eigentlich schon reicht, das abzubrechen. Aber wie gesagt, ich verstehe das schon. Er wohne im Haus seiner Mutter jetzt... Ja, deswegen kann man ja trotzdem die Adresse verraten. Ich habe ihm sehr achtsam... Okay. Mein Humor, in Anführungsstrichen steht das hier, geantwortet, dass ich noch etwas Zeit für meine Gefühle brauche, dass ich über begrenzte gesundheitliche Ressourcen verfüge und mich nicht mehr Hals über Kopf verlieben kann. Sehr gut. Da ich einige negative Beziehungserfahrungen bis jetzt gemacht habe und dann noch etwas zu lange leide. Irgendwann haben wir ausgelöst von meinem sehr guten Gefühl länger telefoniert und ich habe ihm gesagt, dass sich das alles viel zu schön anhört, um wahr zu sein. Endlich! Ja, super. Hast du die Kurse doch verarbeitet. Sehr gut. Genau richtig. Das ist auch super formuliert. Und dass wir einfach gemeinsam Zeit brauchen. Wie gesagt, das ist alles okay, vor allem, wenn man so auf dem Weg ist. Dass man so Menschen auch ein bisschen Zeit gibt, das ist ja auch vielleicht auch menschlich, ich weiß nicht. Also ich wäre schon raus, wenn eine Frau sowas machen würde. Ich will es auch nicht unbedingt sagen, dass ich es sofort beenden würde. Aber ich würde schon denken, also, was soll das werden, außer kurzes Geplänkel. Aber du hättest auch alles Grund der Welt, das hier zu beenden. So, und das muss ich auch ganz klar sagen, ne? So, zwei Tage später besuchte er mich erneut in meiner Heimatstadt und blieb 4 Tage zu Besuch bei mir in der Wohnung. Also das finde ich mutig, sag ich dir ganz ehrlich. Da würde ich wirklich raten, noch mehr, wenn du ihn weiter kennenlernen willst, mehr zu daten. Und selbst wenn man da jetzt eine Übernachtung macht, es vielleicht auf eine zu beschränken, das finde ich mutig. Aber gut, wir unternahmen viele Ausflüge, gingen essen, spazieren, kochen gemeinsam. Und meine Zuneigung und Entspanntheit wuchsen. Okay. Küsse wurden leidenschaftlicher und irgendwann wurden wir körperlich intim. Trotz starker Erregung beiderseits konnte er alle Male, die wir im Bett waren, keine Erektion bekommen. Ja, also gut, ist bei Männern Anfang 50 kann das natürlich mal vorkommen. Andererseits haben auch viele Männer mit einem schwierigen Bindungsverhalten, haben da komischerweise Probleme mit. Weiß ich auch nicht so richtig, woran das liegt. Ich wundere mich nur immer, dass, das wird er ja wissen, das wird ja nicht das erste Mal sein, dass man sich da nicht in irgendeiner Weise drum kümmert. Das ist ja nicht so, dass man da nichts machen könnte. Das wundert mich immer so ein bisschen. Keine Ahnung. Ich bin mir immer noch nicht noch sicher, dass ich sehr umsichtig damit umgegangen bin. Ja, absolut. Mehrfach zugesichert, dass er ein toller Mann ist und dass es allein nichts ausmacht. Wir waren nah und haben uns erlaubt, verletzlich zu sein, was die Intimität noch mehr steigerte. Zwischendurch gab es leider einige Momente, in denen ich mal wieder irritiert war und ich fragen musste, ob es jetzt ein Verkaufsgespräch oder eine Spinnerei seinerseits sei. Er träumte vom gemeinsamen Haus. Ja, das ist Lovebombing und Fast-Forwarding. Das können auch manchmal sehr unsichere Menschen sein. Wie gesagt, können auch Pluspole sein. Die machen das auch. Nur es zeugt einfach nicht vom sicheren Bindungsstil. Das muss man einfach sagen, ne? Ich schlug vor, ich soll meine Wohnung verkaufen. Sorry, ey, das ist... Oh, Leute, ich kann das alles nicht mehr, ey. Und dann legen wir gemeinsam, nachdem er und seine Ex das Millionenhaus verkauft haben. Ich glaube da irgendwie kein Wort, ich weiß auch nicht. Ich glaube trotzdem nicht, dass er dich irgendwie so direkt anlügt. Ich glaube, der ist so... Aber das ist kein gutes Zeichen, wie gesagt. Mir lief es kalt über den Rücken. Ja, Mensch, hört auf euer Bauchgefühl, Leute, wirklich. Also du könntest... Ich bin der Meinung, habe ich zumindest von mir, gut, ich bin jetzt ein bisschen länger raus aus dem Dating, obviously, habe ich von mir gelernt, dass ich schon auf dem ersten Date, also mit viel Übung zugegebenermaßen, auf dem ersten Date schon merke,
nicht, ob der andere jetzt ein böser Mensch ist, aber dass mir das nicht gut tut. Also dieses, dass man kann so auf sein Bauchgefühl hören, auch gerade auf dieses süchtige Gefühl, was dann häufig kommt, dass man eigentlich auf dem ersten Date schon sagen kann, das wird nichts, sollte ich besser lassen, macht mich nur wieder liebessüchtig. Und man kann es lernen. Also wie gesagt, ich glaube, du nimmst die richtigen Sachen wahr, du gewichtest sie, glaube ich, nicht hoch genug. Ich glaube, du solltest das Negative viel höher gewichten. Und mir geht das, willst du ja mein Feedback haben, nicht mal, mir geht es zu lang, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du siehst ja die Zeichen. Es ist trotzdem, wenn wir jetzt, ich vermute mal, dass es jetzt nicht mehr so lange dauern wird, wenn wir jetzt gucken, dass viele Menschen, du vielleicht auch, 10, 20, 30 Jahre schwierige, toxische, was auch immer, Beziehungen gehabt haben, dann ist es wiederum super. Also das, wie gesagt, durch diese Arbeit am Liebeschip wird diese Zeit immer kürzer, ne? Diese, wo man jemanden einschätzen kann. Also erste toxische Beziehung dauert vielleicht 1 Million Jahre, dann noch ein paar Jahre, dann ein halbes Jahr, dann nur ein paar Monate. Und wenn man irgendwann mal da angekommen ist, dass es nur noch ein paar Dates braucht, und da bist du ja eigentlich, wenn man so sieht, auch gar nicht so weit von entfernt, dann, und da man wirklich dem Universum sagt, so jetzt reicht's, du kannst mir jetzt noch 20 davon schicken, ich werde die alle ablehnen, dann kommt mal wirklich was anderes. Ne? Aber it's a journey, ne? So, gucken wir mal, wie das Ganze zu Ende geht. Das kann ja nicht mehr lange weitergehen. So, da ich meine schmucke, zentral gelegene Wohnung sehr liebe und niemals für anderen verkaufen werde. Das ist mein Mädchen hier. Sehr gut, da sie mein Backup ist, falls meine Beziehung nicht läuft. Abso-fucking-lote. Irgendwann meinte er, wir werden Großes erreichen. Und wir sind ein tolles Paar. Er als Experte und ich als Akademikerin. Mit sanfter und achtsamer Kommunikation. Das waren die Momente, an denen ich ihm gesagt habe, dass ich ihn nicht lieben kann, weil ich mich manipuliert fühle. Guck mal, wie gut du das kannst. Nach dem gemeinsamen Wochenende, an dem wir uns als Paar definiert haben, also, ich meine, du verhältst dich ambivalent, das muss man natürlich ganz klar sagen. Einerseits sagst du, ich fühle mich manipuliert, andererseits sagst du, wir definieren uns als Paar. Das muss ich schon noch anmerken, kam es für mich zu einem frappierenden Ereignis. Einen Tag später beim Telefonat erzählte er mir, wie er sich beim Einkauf... Oh, jetzt wird's krass, Leute. Jetzt wird's krass. ...von einer sehr achtsamen Frauenstimme extrem angezogen gefühlt hätte. Und hätte es mich nicht gegeben, wäre er beim Bioladen... ...beim achtsamen Bioladen mit achtsamem Käse stehen geblieben. Hätte auf sie gewartet und sie angesprochen. Ja, jetzt weißt du, dass wir ein, was sich leider schon angedeutet hat, doch kein unsicherer Mensch ist, sondern ein Minuspol. Wie aus dem Minuspol-Lehrbuch. Ach Gott, ich find's ekelhaft. Wie kann man sowas? Oh. Ja, da kommt es mir schon fast hoch, wirklich. Das ist ja so ekelhaft. Ah, aber gut, dass du es auch so einordnest für dich, ne? Mir schauderte es wieder. Ja, also dein Bauchgefühl funktioniert auf jeden Fall. Und am Telefon war ich ganz still. Ich wusste nicht, warum er mir das jetzt erzählt. Ja, weil das solche Menschen lieben, unbewusst zumindest, so Dreiecke aufzuspannen, ne? Zu triggern, Schmerzkörper zu gehen. Ekelhaft. Find's ekelhaft, sorry. Und wenn du dann noch was sagst, jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch, warum du so spießig wärst und, passt ja auch gar nicht zu dem, was er vorher gesagt hat, ne? Und wie gesagt, die Minuspole brauchen immer die Menge. Die kommen nie mit einer Person klar, ne? ich wusste nicht, warum wir das jetzt erzählen, nachdem wir uns zu nah waren. Ja, die sind alle so. Er versicherte mir wieder, wie sehr er mich liebt. Ja, klar. Logisch. Ah, das ist schon echt Gaslight. Jetzt ist es echt auch schon Gaslighting, ne? Telefon war irgendwie zu Ende, ich war vollkommen fertig. Dann kam wieder eine Nachricht, wie sehr es ihm leid tue, dass es alles sein Ego und seine Eitelkeit waren und er sich für mich entschieden hätte. Aber ich würde nur noch zögern. Nee, also wenn das schon so losgeht, wir reden ja noch nicht mal über 100 Tage hier wahrscheinlich, ist egal, was er sagt, wie er geläutert ist. Ja, es ist einfach eine...
eine wandelnde rote Flagge hier, der Typ. Ich habe ihm verziehen. Leute, ihr sollt den Menschen nicht mal so viel verzeihen. Ihr als Pluspole, wirklich, er hat seine Chance gehabt, wirklich, ey. Da gibt's, also wenn du ihm das so, meine, man kann auf so einer spirituellen Ebene, könnt ihr alles verzeihen, aber ihr müsst ja nicht mit den Leuten zusammenbleiben, ne? Das sollte wirklich, also das ist wirklich ein absoluter Dealbreaker und das ist jetzt wirklich, da würde ich dich wirklich bitten, oder wäre mein Tipp, du machst, was du willst, spätestens hier in Zukunft sofort Schluss zu machen, ne? Nach dieser Nachricht kam, warte mal, wo waren wir jetzt? Ich habe ihm verziehen, bat ihn aber, sich Zeit zu lassen und zu überlegen, was er wirklich möchte. Nach dieser Nachricht kam es Nachmittag am nächsten Tag, trotz drei lieben SMS, durch mich keine Antwort. Es kommt schon wieder, jetzt erst. Aber irgendwie, man sieht, dass du weiterkommst, weil er zeigt ja sehr schnell seine roten Flaggen, ne? Und das kommt auch, also je mehr Grenzen ihr setzt, umso schneller geht das. Umso schneller sind solche Sachen auch vorbei und das ist was Gutes, ne? Jetzt meldet er sich schon nicht, ne? Irgendwann meldet er sich und wieder, dass er fürchterlich wütend auf mich ist, dass er nicht geschlafen habe und dass er nur 2 Stunden am Tag Telefonat mit mir Zeit hätte, ansonsten morgen oder übermorgen. Oh Gott, er hat sich ja gar nicht im Griff, der Typ. Sorry. Und das ist jetzt die achtsame und sanfte Kommunikation. Und das triggert einen dann so, ne? Ich habe es trotzdem geschafft, ihn zu erreichen. Also, wie gesagt, du kannst noch viel mehr, Selbstliebe geht noch mehr. Solltest jemand, der dich so aggressiv, mit dem solltest du einfach nicht weiter kommunizieren, ne? Ich meine, ihr datet mal gerade, ne? Vielleicht kennst du das, was du Mami und Papi schon beschwichtigen musstest, aber wirklich, hier ist wirklich Ende Gelände, ne? Absolut, ey. Der Typ ist echt eine wandelnde rote Flagge, ey. Den Grund des Zorns zu verstehen und ihn zu beschwichtigen. Er fühlte sich von mir bevormundet. Ich habe nicht genug gewürdigt, dass er sich mit seiner Entschuldigung nackig von mir gemacht hätte. Warte, was hat der für ein Problem, der Typ, ey? Oh Mann, ist der schwierig. Ich habe sofort Verständnis gezeigt, mich entschuldigt, ihn gebeten, dass wir aufhören sollen, uns gegenseitig zu verletzen. Und bla bla bla. In der Zwischenzeit hat er sich nach einer Wohnung, vermute mal, in deiner Nähe erkundet und ich habe mir eine in seinem Namen angeschaut und ihm, also ihr seid wirklich nicht an dem Punkt, wo, also du musst wirklich noch ein bisschen an deinen Chance und D-Rackern arbeiten, das kann ich euch mal sagen. Es gibt überhaupt keinen Grund, wo man jetzt hier irgendwie in die Nähe ziehen sollte, gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe mir meine Wohnung in seinem Namen angeschaut, mir alles berichtet, Bilder geschickt, wir verstanden uns sehr gut, aber das mit dem Bettsport blieb unverändert. Wir versprachen vertrauensvoll über alles, störte mich nicht, da ich mich an seiner Seite sehr wohl fühlte. Ah, leider hilft auch die blaue Pille nicht viel. Ach, das ist ja krass. Okay, also das ist ja eigentlich schon. Ich sprach alles dafür, dass die Blockade weiter oben liegt. Ja, also es ist jemand, der scheinbar echt ganz viele Probleme hat. Also das ist, glaube ich, nichts für dich in deiner Lebenssituation, wirklich. Dabei musste ich schon einiges beherzigen, das eben bei dem Bettsport störte, damit es für ihn besser lief. In der Zwischenzeit planen wir noch gemeinsam Urlaub. Warum? Warum? Einmal kam es wieder zu einem kleinen Wutausbruch. Oh, warum? Warum datest du den? Ich meine, das ist ein bisschen eine rhetorische Frage, aber wo sind deine fucking Standards? Solltest, wollen, viel strenger zu sein. Ne? Viel strenger noch. Aber gut, ist wieder so ein Arschengel. Nachdem ich ihn gefragt hatte, ob er mir Bilder schicken kann, wie er eigentlich wohnt. Also irgendwas scheint er ja nicht zu stimmen. Also ich denke mal, ich glaube nicht, dass er ganz ehrlich ist. Vielleicht wohnt er sogar noch bei seiner Frau und du kommst ihm hier auf den Leim irgendwie und ist immer nicht gut, wenn man die Wohnung des anderen Menschen nicht sehen darf. Aber wie gesagt, ich verstehe das, ich kenne das auch, dass man einfach da so drin hängt und jede Freundin wird wahrscheinlich sagen, geh raus und trotzdem dauert es und man gibt noch eine Chance und noch eine Chance. Ah, Mann, ey. Ich durfte ihn ja nicht besuchen, das ist übrigens die nächste fucking Red Flag, da würde ich drauf bestehen, ne? Aber ich meine, sollte es eh schon längst raus sein, aber
Zunächst kam nichts, dann noch ein paar Bilder geschickt, an denen ich seine Sachen überall deutlich erkennen konnte. Nach diesem Ereignis habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, den Satz, und ich musste mich wieder entschuldigen, dass ich so misstrauisch war. Nee, du bist nicht misstrauisch. Sorry, wenn dich jemand, mit dem du intim bist seit Wochen, wenn dir dieser jemand seine Wohnung nicht zeigen will, das ist einfach eine Drecks-Red Flag. Das ist nicht Misstrauen. Das ist einfach, die Welt ist so, sorry. Vor unserem fünften Treffen, ach, wir sind doch erst beim fünften Treffen, ey, Wahnsinn. Aber da seht ihr mal, wie viel Lovebombing hier passiert. Das ist ja alles noch gar nicht. Also wenn das jetzt, wenn ihr fünf Treffen braucht, um jemand aufzudecken, wie er ist, ist es eigentlich immer noch schnell genug. Aber was hier schon alles passiert ist, also ihr müsst wirklich dieses Tempo rausnehmen, ne? Weil wenn Leute so ein bisschen eine gewisse Langsamkeit nicht ertragen können, dann demaskieren sie sich häufig selber. Boah, Wahnsinn, ey, das ist ja echt fünf Treffen erst einfach. Aber gibt eigentlich keinen Grund für die Vorfreude, glaube ich. Und hatte einiges für uns organisiert. Wir führten tolle Gespräche. Als ich ihn erwartet hatte, kam erstmal eine Absage. So, also Dates abgesagt werden, ist auch immer ein super Zeichen. Da es ihm Gesundheit nicht so gut gehe, dann haben wir es verschoben. Ich muss wohl bemerken, gesundheitlich ständig viel wegstecken und manchmal fehlt mir das Verständnis für Bewegung. Absolut korrekt. Vor allem, wenn ich jemand so sehr sehen möchte. Also wenn man richtig verliebt ist, dann wissen wir ja, wie das ist. Dann wechselt man Religion, Kontinent und trifft den jemand auch mit einer Magen-Darm-Grippe. Da gebe ich dir vollkommen recht. Am nächsten Tag kam wieder eine Mitteilung, dass er immer noch krank ist. Mir wurde es flau im Magen. Ja, hör auf dein Bauchgefühl, da ist bestimmt noch viel mehr. Und ich war etwas ungeduldig am Telefon, habe ihm geschrieben, dass ich echt enttäuscht bin. Er unterstellte mir Egoismus. Und war sehr irritiert von meiner fehlenden Sensibilität. Dann fragte ich ihn, ob er doch noch komme. Daraufhin kam ein Foto. Dass er schon in der Nähe ist. Gut, ihr habt euch dann scheinbar gesehen. Es gab wieder, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen, die gleichen Probleme im Bett. Ich fragte etwas über sein Beziehungsleben und seine Ex-Frau, die angeblich in ihren emotionalen Wallungen und Wutausbrüchen sehr unberechenbar war. Ja, vielleicht hat sie sich einfach nur abgegrenzt. Und fragte mich, ob es bei mir und ihr irgendwelche Parallelen gab und ob es mir in einem Beziehung mit ihm vielleicht auch so gehen würde. Super, dass du das fragst. Muster wiederholen sich. Er war von meinen Fragen wieder genervt. Ja, das ist, kannst du alles in eine Tonne treten, ey. Und bat mich mehr in die Zukunft zu schauen. Übersetzung, frag lieber nicht so genau nach, weil du wirst ungute Dinge stoßen. Leider erzählte ich an diesem Wochenende vermutlich viel von meinen bisherigen Beziehungserfahrungen. Das macht man, wenn man zusammenkommt. Was ich gerade sehr bereue, als er dann wegfuhr, fand ich an meinem Schreibtisch meinen Wohnungsschlüssel, warum gibst du ihm denn deinen Schlüssel schon? Also du bist echt zu gutgläubig, wirklich, ey. Und schrieb ihn an, ob er diesen extra bei mir liegen ließ. Wir telefonierten erneut und ich habe mich dafür entschuldigt. Ich fragte leider etwas unachtsam, ob er mich nie zu sich einlädt. Sehr gute Frage. Worauf er richtig wütend wurde, ey. Jetzt musste ich den Mund mit Seife ausspülen. Wieder musste ich mich entschuldigen. Du musst gar nichts, das sind ganz normale Fragen, ey. Boah. So, jetzt scrolle ich einfach mal weiter, das wird ein bisschen lang. Jetzt versuchte ich mal auf 1000 Wörter zu beschränken. Mir ging es sehr schlecht beim Telefonat. Nach dem Gespräch kam nichts mehr. Ja, weil er einfach deine, man, du setzt ja schon sehr wenig Grenzen, aber das machst du immerhin und das reicht schon, dass er nicht mehr klarkommt. Also das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen. Und wenn du mehr Grenzen gesetzt hättest, wäre es viel schneller gegangen. Garantiert. Weil gerade mit diesen klitzekleinen Grenzen, das reicht schon, dass er sich quasi demaskiert, dass er wirklich womöglich ein bisschen cholerisch ist, ein bisschen aggressiv, völlig unachtsam, unter Umständen manipulativ, ja. So, schweigen, schweigen, schweigen. Er braucht jetzt eine Woche Funkstille. Ich war völlig fertig, habe nicht verstanden, warum. Ja, weil er bei dir mit seinem Kram nicht weiterkommt, ne? Es war kein Streit oder so da. Doch, ihr habt euch doch gestritten.
Also zumindest wurde es ein bisschen ruppig. Dann habe ich ihm von meinen Gesundheitsproblemen gesprochen, dass ich mit Schweigebehandlung nicht gequält werden möchte. Sehr gut. Und dass ich jetzt selbst die Beziehung beende. Endlich sind wir da mal. Mir war es so schlecht in diesem Moment. Wir schwiegen und ich bat ihn mir zu verzeihen. Das ist blablabla. Er meinte, dass er sich innerhalb, dass er sich noch bei mir melde. Dann hat er auch noch geschrieben, dass er dir alles Gute wünscht. Ja, es ist auch noch gut auseinandergegangen. Ist so alles gut. Nummer blockiert hat er dir. Jetzt sitze ich da, fühle mich nicht gut. Und weiß nicht, ob ich meiner Wahrnehmung richtig getraut habe. Da wird keiner, der dieses Video guckt, wird daran zweifeln. Hast du alles richtig gemacht? Ich, einzige kleine Coaching-Rat wäre hier, das viel schneller zu machen. Ne? Wie siehst du es, lieber Christian? Ja, hast du letztlich gut gemacht. Ist, glaube ich, ein sehr, das wäre sehr, sehr toxisch geworden. Alles richtig gemacht. Sei bitte noch schneller und härter in Zukunft. Es war sicher eine Dramabeziehung, das sollte es nicht sein. Absolut. Und ich weiß, ich meine Erkrankung fühle mich geschwächt. Und das lädt Menschen in mein Leben, die das womöglich intuitiv spüren, darauf zielen. Du weißt alles, musst es jetzt nur noch anwenden, aber das ist eine Übungssache, also alles gut. Bitte teile mir deine Sicht auf diese Ereignisse. Liebe Grüße, deine treue Abonnentin. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch mal für diejenigen, die mir manchmal so diese, wie heißt das, Super-Likes, also Super-Likes nicht, ihr wisst schon, was ich meine hier auf YouTube. Und ganz großen Dank auch an die Kanalmitglieder. Freue mich da immer mega drüber, wenn ihr mich unterstützen wollt. Weil ihr einfach sagt, Mensch, dieser ganze Umsonst-Content, dann lasst auch gerne Kanalmitgliedschaft da. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse, übt weiter, arbeitet an euch und wir sehen uns bald wieder.